eine Veränderung zu starten, die dann auch zur Wandlung führt. Unser gemeinsames Projekt, die lebenswerte Gemeinde der Zukunft. Wir sind heute in St. Koloman, Würde, Kampas, ein Workshop haben wir da gehabt und die Taugel, St. Koloman ist ganz ein spezieller Ort. Wir haben den Michael Beilmann heute da, den Initiator des Würdekompasses. Michael, magst du kurz sagen, was ist der Würdekompass? Was steht da dahinter? Also Gerald Hüther und ich haben eben vor anderthalb Jahren den Würdekompass gegründet und er hat das so schön in seinem Buch Würde dokumentiert und es gibt auch so eine schöne Farbe und eine Karte hier und da steht das auch drauf, eine Bewegung zur Stärkung des Empfindens, der Vorstellung und des Bewusstseins menschlicher Würde, nicht in der Theorie, sondern im täglichen Zusammenleben. Das ist im Grunde genommen etwas, was wir im Rahmen des Würdekompasses ausformulieren, gestalten über Würdekompassgruppen, die also in Deutschland, Österreich und der Schweiz schon existieren. Circa 100 sind wir bisher und im Newsletter sind ungefähr 5000 circa Menschen, die dieses Thema bewegt. Und da kümmern wir uns darum, in Aktionen, Projekten, Themenkompassgruppen oder wie auch immer zu schauen, wie wir diesem Thema uns annähern. Und wenn wir jetzt das auf die Gemeinde St. Koloman nehmen würden, so 1800 Einwohner ungefähr, ein gemeinsames Anliegen der Würde, wie wäre sowas formulierbar oder vorstellbar? Ein gemeinsames Anliegen einer Gemeinde, also die spannende Situation ist der ko-kreative Austausch von, ich sage jetzt mal nicht von unten, das ist so plakativ, von den Menschen, die an solchen Themen, an gestalterischen Themen Interesse finden, die zu verbinden, um dadurch über diese Wirkung dieser paar Menschen, die dann beginnen, eine Veränderung zu starten, die dann auch zur Wandlung führt. Zum Wandel in der, im Bewusstsein, nachdem oder diese kleine Gruppe dann im Grunde so einen Start gelegt hat. Und ich glaube, da gibt es viele Interessenten und Interessen, wo wir über die Identität hinaus eine St. Koloman-Gemeinde uns menschlich begegnen. Und da glaube ich, da ist in jeder Gemeinde ein großes Potenzial, was wir schöpfen und gestalten und ausgestalten können. Schön, wir haben ja einen tollen Bürgermeister da im Ort. Wir haben die Tauglerei mit der Familie Selier. Und in dem Sinne, glaube ich, können wir von unten ganz, ganz schön beginnen, die Würde mehr unter die Menschen zu bringen. Ja, ich würde nicht sagen, die Würde unter die Menschen bringen, sondern das ist so wieder so dieser gebrachte Punkt, sondern ich denke, es geht darum, dass der Mensch, jeder Mensch seine eigene Würde bewusst wird und nicht über einen anderen, über diese klassische Wie-Frage, weil das Wie ist im Grunde genommen schon ein nicht praktikables Wort, was uns nicht zu der Lösung, oder Lösung ist auch falsch, aber diese Bewusstheit nicht in die Würde bringen, sondern jeder Mensch wirkt die Würde in sich und in diesen Kontext gemeinsam gestalten bedeutet nicht, jemand bringt die Würde. Das ist nicht der Punkt, um den es geht. Sich seiner Würde selbst bewusst werden. Und aus diesem bewussten Kontext heraus so zu wirken, dass automatisch im Grunde genommen man gar nicht anders kann, als mitzugehen. Schön. Am 14. September in Salzburg wird Patrick Selier mit diesem Thema weiter kommunizieren. Danke dir, Michael. Gerne. Alles Gute für den Kongress und ich bin gespannt, davon zu hören. Und freue mich natürlich auch, wenn wir irgendwie die Möglichkeit haben, das auch über den Würdekompass mitzugestalten. Das werden wir sicherlich tun und da freue ich mich auch drauf. Danke. Danke dir, Michi. Tickets jetzt über Ü-Ticket bei allen Raiffeisen und Volksbanken sowie Sparkassen. Dein Talent wird jetzt gebraucht. Prominente und authentische Wertebotschafter unterstützen uns dabei. Baldur Preiml, Barbara Stöckel, Sepp Forcher, Gudrun Pflüger, Erwin Thoma, Rupert Mayer, Helmut Mödelhammer, Gregor Sieböck, Karl Siekertz-Leitner, Erika Pichler, Heidi Penterling, Elisabeth Fuchs, Familie Hauser vom Stangelwirt.